Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Wir befinden uns ja auf einer Drehbühne und diese Drehbühne hat verschiedene Segmente, die in verschiedene Sets sozusagen beinhaltet, also wie ein Filmset. Und hier in diesem kleinen Set befinden wir uns halt eben in einem Hinterhof. Da kann man sehr schön ein Stück von der Berliner Mauer sehen. Die geht mitten durch das Gebäude und daneben sitzt halt eben diese Dönerbude. Und die ist anscheinend sehr stark frequentiert und ein zentrales Element in dieser Szene. Und die ist so ziemlich mit allem ausgestattet, was man sich für eine Dönerbude derzeit eigentlich wünschen kann. Was wir machen, sind eben auch aus den hygienischen Gründen vorwiegend die Lebensmittel einrichten. Also mindestens anderthalb Stunden, würde ich sagen, brauchen wir hierfür schon. Ich mache hier halt Etiketten für Spardosen und das sollte dann halt US Premium Bier vorstellen halt und das spielt mit in die Goethe-Dämmerung und das steht dann halt ein bisschen auf dem Hintergrund und die Dosen werden dann irgendwann auch geöffnet und weil es dann Spar ist mit, Kohlensäure oder genau. Dann macht das halt so pssst. Und dann schaut das aus wie Bier, so halt vom Abstand, jedenfalls wenn du im Publikumsraum sitzt, weil man natürlich kein echtes Bier nehmen kann. Und das wird dann halt so zugeklebt, auf drauf geklebt, so wie es da jetzt so ausschaut. Und wie spannen wir ihn ein? Wir stecken ihn in die Roten rein, glaube ich, ne? Und hier oben. Und den kann man jetzt auch wunderbar, weil er komplett, dadurch, dass der Schaum an sich auch gefärbt ist, das ist das Schöne daran, den kann man nämlich in allen Farbvarianten auch färben, kann man jetzt halt eben Stücke abschneiden. Ich kann hier mal so ein Stückchen hier abschneiden. Der ist komplett durchgefärbt. Das heißt also, alles, was dann hier unten in der Schaufel landet, sieht auch zumindest für den Zuschauer aus der Entfernung aus wie ein Stück Dönerfleisch.